Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Mit Adama Traoré haben wir heute einen pfeilschnellen Muskelprotz, den wir bereits für 130.000 Coins unser nennen dürfen. Und es ist eine Flashback-Spielerversion, die hat er bekommen für seinen Doppelpack gegen Manchester City aus der Saison 2019-20. Und wir schauen uns den Spieler an und gehen dann gemeinsam in die SBC-Lösungen. Und ich denke, ja, wenn wir uns allein nur die Face-Stats anschauen, der sieht überragend aus. Ich sag mal so, die Position rechter Außenverteidiger, ja, die bringt er mit, aber noch viel mehr. Er hat natürlich auch gute Dev-Werte und gegenüber seiner Goldkarte, die jetzt übrigens jetzt auch so langsam nach und nach auf den Markt kommt. Ich glaube, vor ein paar Tagen wurde erst seine Goldkarte ja auf den Markt gebracht und die war anfangs noch sehr, sehr teuer und jetzt pendelt sich das alles noch ein bisschen ein. Jetzt haben wir aber auch noch die Karte, die meiner Meinung nach super günstig ist für eine Premier League Spielerkarte und für, ich sag mal, eine Karte, die ohnehin schon sehr beliebt ist und beliebt sein wird. Eventuell auch zukünftig für Evolutions einsetzbar, also dahingehend nicht vergessen. Und ich denke mal, der wird auch ein schönes dynamisches Bild haben, weil auf den Bildern, das kann er. Okay. Also, RAV kann er. 4 Sterne Skills bringt er mit. 3 Sterne schwacher Fuß. Für die Position, auf die er beheimatet ist, in diesem Fall nicht so tragisch. Aber auf den weiteren Positionen, und dort ist er wirklich sehr flexibel einsetzbar, RM, RV und auf der reinen Stürmerposition könnt ihr ihn natürlich auch setzen. Ja, das macht ihn super flexibel. Auch seine Stats ohnehin machen ihn schon sehr flexibel, denn er ist quasi mit Hullet Gang und dazu noch pfeilschnell dazu und Stärke. Da habe ich jetzt gedacht, würde er vielleicht so 99 kriegen. Ja, Schusskraft 98, Wahnsinn, Tempo, da könnt ihr sogar noch ein bisschen, also ich würde vielleicht mal mit einem Hawk tendenziell eher mit einem Engine nochmal gehen. Das gibt ihm einfach nochmal ein bisschen mehr Beweglichkeit und eine Balance und dann haben wir es ohnehin Max Tempo auf ihn. Und wie gesagt, aufgrund der Nationalität Spanier und der Liga Premier League habt ihr hier hervorragende Linkmöglichkeiten und er bringt noch einen Playstyle Plus mit und das heißt schneller Schritt. Ja, also er hat den explosiven Sprint noch dazu, Raserei und Flairschuss bringt er auch noch mit. Wow, Wahnsinn. Die Karte sieht gut aus für den Preis, Premier League. Also meiner Meinung nach ist fast eine... auch wenn ihr keine Premier League Spieler habt in eurer ersten Startelf, dann ist das einer, den man auch von der Bank bringen kann. Wie viel Ausdauer bringt er mit? 80, das ist okay. 69, defensives Bewusstsein. Okay, also die Karte sieht überragend aus. Also, da kann man nicht viel sagen, gerade für den Preis nimmt man mit. Ihr bekommt ja, das sind 2 SBCs, das heißt, ihr bekommt sogar noch kleine Packs zurück. Gehen wir mal rein. Genau, Premium Elektrum Profis Pack klein, seltenes, es sind kleine Packs, aber trotzdem muss man sich nicht schön rechnen, aber tendenziell ist das noch ein kleines Extra. Okay, gehen wir rein in die ersten SBC, hier haben wir folgende Bedingungen: Spanien braucht mindestens einen Spieler, einen Team of the Week Spieler, Teamgesamtbewertung 83, die meisten können das so ohnehin ja aus dem Team heraus schon abschließen. Hier habt ihr nochmal eine SBC-Lösung. Freundlicherweise bereitgestellt von Easy SBC, könnt ihr mal unten den Link auschecken. Das hilft euch, jede SBC möglichst ja, schnell und kosteneffizient abzuschließen. Es gibt noch weitere Features, könnt ihr mal reingehen, das Ganze mal austesten, wenn ihr das denn möchtet. Link dazu in der Videobeschreibung. Okay. Damit haben wir die erste SBC gelöst, die kostet uns ungefähr 30.000 Coins. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch rein in die zweite SBC. Und dort brauchen wir einen Premier League Spieler und schon eine Teamgesamtbewertung von 86. Dementsprechend wird das so circa 100 bis 105.000 Coins kosten und die Lösung sieht so aus. Ja, habt ihr vielleicht einen anderen 88er, könnt ihr natürlich auch hier diese Spieler verwenden. Oder bei den 84er so. Je nachdem, was ihr im Team habt, schaut einfach mal nach. Okay, und damit haben wir auch die letzte SBC gelöst. Ich denke, das ist ja schon fast ein No-Brainer. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Karte. Ja, dynamische Bild lädt vielleicht gerade. Gerne liken, gerne kommentieren. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, auch kostenlos abonnieren.
diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.